Hallo, schön, dass du dabei bist. Heute mal wirklich ein sehr unangenehmes Thema. Es geht um die häufigsten Krankheiten bei Männern ab 65. Das ist mein persönlicher Blick und ich denke, man sollte sich damit beschäftigen. Wenn dir das Thema unangenehm ist, dann bitte schalte weg. Es könnte irgendwie negativ sein. Es fühlt sich nicht gut an. Und geh einfach davon aus, dass ich ein Selbstgespräch führe oder du ein Freund von mir bist und ich mich mit dir einfach unterhalte. Tja, also wie gesagt, das ist jetzt kein wirklich leichtes Thema, aber es gehört nur einmal zum Leben dazu und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich echt lange davor gedrückt, mich mit den Krankheiten zu beschäftigen, die uns Männer ab 65 betreffen könnten. Ungefähr so seit einem Jahr oder so denke ich ernsthaft darüber nach, was auf mich zukommen könnte. Oder vielleicht sollte ich sagen, ich versuche es, mich damit zu beschäftigen. Aber naja, es ist ehrlich gesagt auch nicht einfach. Da ist immer diese komische, unterschwellige Angst, die mich zurückhält. Wer möchte denn eigentlich schon über Krankheiten sprechen? Also schon komisch, oder? Aber trotzdem habe ich in der jüngsten Vergangenheit damit angefangen, meine Ernährung umzustellen. Mit 65 oder ab 65 will ich gesund älter werden. Weniger essen, dafür gesünder. Mehr Fleisch, mehr Proteine, bisschen mehr Obst, Gemüse lasse ich weg. Man sagt zwar, ist gesund, glaube ich aber nicht. Und nicht so viel Pizza, nicht so viel Pasta, nicht so viel Chips, weniger Schokolade, keine Softgetränke. Ich trinke sowieso seit über 20 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr, vermeide absolut Mehlprodukte und ich sage mal so, Steinzeiternährung. Das, was die Leute vor vielen, vielen Jahren gegessen haben, da versuche ich mich hinzubringen und eventuell gesünder zu leben. Es klingt vernünftig, aber dann frage ich mich, reicht das? Ist das wirklich genug, um den typischen Krankheiten vorzubeugen, die uns Männer in unserem Alter betreffen? Ich weiß es nicht. Naja, zum Glück habe ich, abgesehen von gelegentlichen Nierensteinen, das richtig heftig wehtut, keine größeren gesundheitlichen Probleme. So ungefähr vor einem Jahr hatte ich wieder Nierensteine gehabt, genau wie vor 10 Jahren. Das war echt heftig, das kann ich dir sagen. Aber mit Medikamenten war der Spuk nach einer Woche vorbei. Aber trotzdem erinnert mich dieser Schmerz daran, dass unser Körper im Alter anfälliger und schmerzhafter wird. Doch, aber was ich sagen will, wie sieht es eigentlich mit den anderen großen Krankheiten aus, die uns eventuell ab 65 treffen könnten? Es gibt sechs, die besonders häufig auftreten und von denen will ich kurz erzählen. Und die sollte man im Blick behalten. Nummer 1 ist Herz-Kreislauf-Erkrankung, Bluthochdruck. Das ist der wichtige Motor, der ins Stottern geraten kann. Reicht gesundes Essen, wenn man es jetzt ändern würde? Ich habe damit angefangen. Und natürlich Sport zu machen. Aber die Frage ist, ob es reicht. Irgendwann könnte es uns treffen. Dann die schleichenden Gelenkschäden, die uns die Beweglichkeit rauben. Knieschmerzen, Knochenschmerzen, Nackenschmerzen. Wenn man morgens aufsteht, oh Gott, das habe ich jetzt schon. Also wenn ich morgens aus Bett aufstehe, dann geht das schon los, ja. Aber zum Glück habe ich ja noch keine Rheuma oder sowas. Dann Atemwegserkrankungen, Lungenentzündung. Es kommt relativ oft vor, dass man im Alter Lungenentzündung hat. Das kann ganz besonders in unserem Alter mega gefährlich werden. Ich weiß gar nicht, was man dagegen tun kann. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich muss das auch mal machen. Dann Diabetes. Das ist dieser ruhige, stille Begleiter, den man nicht so oft merkt. Und wenn ich an meine Ernährungsweise früher gedacht habe, Schokolade, Softdrinks, Pasta, Pizza, da bin ich zum Glück bisher mit Diabetes verschont geblieben. Ja, also da muss ich mich wirklich echt zusammennehmen, dass ich da unbedingt meine Ernährung einschränke und ändere. Dann Depressionen. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, ein schlimmes Thema. Ich weiß nicht, wie viele Menschen, ältere Menschen, die im Ausland leben, Depressionen haben. Ich glaube, wir könnten besonders davon betroffen sein. Ältere Männer leben alleine, haben keinen Kontakt zu Menschen aus ihrem eigenen Kulturkreis, keinen Kontakt zu einer Frau, Freundin, die ihn versteht, mit der man sich unterhalten kann, kein familiäres Umfeld. Das könnte schon ein starkes Problem sein, die Depressionen.
Aber was macht man hier? Wenn ich jetzt hier in Thailand bin, ich habe zum Glück meine Familie, aber stell dir vor, oder ich möchte mir jetzt nicht vorstellen, mit meiner Familie passiert irgendwas. An wen wende ich mich? Ich kann nicht irgendwo zum Psychologen gehen oder Psychiater, das versteht doch keiner. Ich kann auch nicht zu einem Pfarrer gehen. Okay, ich weiß, in Naglo gibt es einen Pfarrer, aber ob man das denn macht? Ich persönlich würde mich da selbst durchkämpfen. Aber oftmals hilft das nicht. Ich kann und will jetzt nicht weiter auf dieses Thema eingehen, weil es extrem sensibel ist. Und wenn man sich die Zeitung anguckt, die westlichen Zeitungen, die englischsprachigen oder deutschsprachigen Zeitungen, die in Thailand rauskommen, man sieht und hört nicht, sieht, sondern man liest öfter mal was von alleinstehenden Personen, die dies und jenes gemacht haben, aufgrund der Depressionen. Ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Und naja, ich finde das schrecklich. Und man muss da irgendwas gegen machen. Man muss vielleicht ein paar Freunde haben, denen man sich anvertrauen kann. Und natürlich zum Schluss Demenz, Alzheimer, die Angst, das eigene Leben und die Erinnerung zu verlieren. Bruce Willis ist einer, mit Ende 60 ist dement geworden. Ganz schlimme Bilder werden da bei Social Media verteilt, bei YouTube oder bei Instagram, ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber man kann sagen, in Anführungsstrichen, dass mehr als 60% aller Demenzerkrankungen allerdings bei Frauen sind. Also wir Männer sind da weniger betroffen von. Es ist leicht, sich zu fragen, was kann man eigentlich dagegen tun? Natürlich ist die gesunde Ernährung der Anfang, aber reicht das? Müsste man nicht regelmäßiger zum Arzt gehen, vielleicht einmal im Jahr, Check-up machen oder alle halbe Jahre, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist? Aber versteht der Arzt einen oder verstehen wir den Arzt? Je älter wir werden, so schwieriger wird das doch eigentlich. Man kann sich niemandem anvertrauen. Weißt du, was ich meine? Aber eins ist sicher, wir können die Zeit nicht anhalten, aber wir können die Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen. Und manchmal beginnt das mit einer einfachen Frage. Was kann ich heute tun, um morgen noch gesund zu sein? Danke, dass du dabei warst und dir meine Gedanken zu den Krankheiten in unserem Alter angehört hast. Bleib gesund und bis bald. Danke. Bis dann. Tschüss.